Hi und hallo, willkommen zu den MTV Masters. Heute beschäftigen wir uns eine Stunde lang mit einer der umstrittensten Bands Deutschlands, den Bösen Onkelz. Bis heute hat der Band keiner den Wandel von brutalen Skinheads zur politisch korrekten Rockband abgenommen. Und um ehrlich zu sein, ich kann's verstehen. Die Onkelz haben zur Ausländer-Raus-Kampagne der Rechten damals mit ihrem Deutschlandlied oder Songs wie Türken raus den perfekten Soundtrack geliefert. Und mehr als 130 Todesopfer rassistischer Gewalt in Deutschland machen klar, so ein Statement ist kein Kavaliersdelikt. Sie selbst schreiben auf der Homepage zu ihrem Benefizkonzert gegen rechte Gewalt: Wir tauschen Hass gegen Gitarren, denn wir sind die Onkelz und keine Narren. Waren die ultraharten Onkelz-Texte also nur pubertärer Schwachsinn, den man nicht ernst nehmen muss? Oder ist ihre neue Identität nur eine Marketingmasche, um mehr Platten zu verkaufen? Wir haben die Band interviewt, mit Gegnern und Fans gesprochen und sind der Frage nachgegangen, ob Menschen sich verändern können oder ob sie doch dieselben bleiben. MTV Masters, Böse Onkelz. Die Bösen Onkelz, eine fragwürdige Band. Sie verkaufen Hunderttausende von Platten und CDs und werden von ihrer Gefolgschaft bedingungslos verehrt. Genauso heftig regen sich jedoch berechtigte Zweifel, lautstarke Kritik und ernstzunehmende Vorwürfe. Die Bösen Onkelz sind bestimmt nicht einfach nur geil, aber ein Thema, dem man auf den Zahn fühlen muss. Von den Skins als Verräterband beschimpft, sieht die Öffentlichkeit trotz auffälliger Distanzierungsversuche, trotz Teilnahme an Konzerten zugunsten der Opfer rechter Gewalt, in ihnen noch immer die dumpfen rechtsradikalen Rocker. Wer wie die Bösen Onkelz mit Songs wie Türken raus oder das Deutschlandlied bekannt geworden ist, wer auch heute noch in der Skinhead-Szene einen Kultstatus genießt, der muss mit Vorwürfen leben und sich ihnen stellen. MTV Masters geht jetzt der Frage nach, ob die Bösen Onkelz und ihre Fans einem rechtsradikalen Umfeld zuzuordnen sind oder nicht. Eine komplexe Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Wir sind innerlich angetrieben, ja? Das entsteht einfach. Bei uns passiert nichts aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Bauch. Musik ist doch ein Ventil. Ob ich jetzt mich bewege zur Musik und tanze und meinen Tag damit abschüttle, oder ob ich jetzt wie in unserem Falle Musik schreibe oder Texte schreibe und Musik lebe, und so entladen wir uns ja auch. In dem Moment, wo wir zusammenkommen und zusammen Musik machen, das rockt ganz einfach. Und solange das Gefühl auch da ist, treibt es uns auch immer wieder zusammen und bewegt uns. Und dann darüber hinaus natürlich die Gewissheit zu haben, dass so viele Leute das Zeug kaufen, was du da machst, das ist natürlich ein Killer. Wenn du über das Leben singst, dann ist natürlich auch das Leben deine Inspiration. Du läufst mit offenen Augen durch die Welt und verarbeitest. Und irgendwann muss dieser ganze Restmüll, der nach deiner Verarbeitung dann eben da drin im Kopf liegt, muss halt einfach mal irgendwie raus. So sieht sich die Band gerne selbst. Stolz im Recht und nicht zuletzt selbstgerecht. Wie die Geschichte der Bösen Onkelz begann, woher ihr Image als rechtsradikale Skinband rührt und was Journalisten und andere Musiker darüber denken, im zweiten Teil von MTV Masters. Mit 6 Airbags serienmäßig. Die Geschichte der Bösen Onkelz beginnt 1979. Sie starten als No-Name-Punkband in Hürsbach, einem winzigen Kaff bei Aschaffenburg. Punk, das war für Stefan, Kevin, P. und Gonzo die Befreiung. Sie schmierten sich Seife in die Haare, schmückten sich mit Sicherheitsnadeln und kotzten aus, was ihnen auf den Sack ging.
Sie schrieben stumpfe Sauf- und Stimmungslieder auf unterstem Stammtischniveau zum Mitsingen, schimpften auf Bullenschweine und weil sie als Punks oft Prügel bezogen, nutzten sie die Musik als Ventil, um ihre angestauten Aggressionen loszuwerden und verbal brachial zurückzuschlagen. Unreflektierter Hass, vermeintlich wahre Gefühle statt schwammiger Statements und dem betont verständnisvollen Geschleime von Eltern und Lehrern, das war genau das, wonach sich offenbar viele gesehnt haben, die sonst nicht viel zu melden hatten. Musikalisch waren ihre Darbietungen mehr als dürftig. Klar, außer Gonzo beherrschte keiner von ihnen auch nur annähernd ein Instrument. Kennengelernt haben wir uns, es sind eigentlich 21 Jahre, die Bandgründung ist 20 Jahre her, das fing an und zwar wir sind... Ich und Stefan sind fast im selben Augenblick nach Hösbach bei Aschaffenburg gezogen. Stefan von Frankfurt, ich von Hamburg mit meiner Familie. Ich war in der 8. Klasse, Anfang 9. Da habe ich dann Kevin kennengelernt als erstes. Haben sogar noch Klicker zusammengespielt, Murmeln. Und dann habe ich irgendwann Stefan auf der Schule gesehen. Es ist gleich aufgefallen. Er hat irgendwie, was hat er angehabt? Irgend so einen Flanellanzug, einen weißen Flanellanzug und einen Aktenkoffer. Eingeschlagene Zähne oder abgefault, ich weiß nicht, was war. Auf jeden Fall hat er nur so drei Stummel im Mund gehabt und hat die ganze Schule in Aufruhr gebracht. Ab da waren wir eigentlich zu dritt in Stefan seinem Keller und haben Blödsinn gemacht. Haben gesoffen, haben Musik gemacht, auf Töpfen rumgetrommelt und haben halt unseren Spaß so gehabt, ja. Und immer wenn der Alte von ihm weg ist, der musste nach Frankfurt halt einen Puff fahren. Und dann ging natürlich die Party los. Ja? Das war immer geil. Alte weg, schön gehört, super, klack. Dann ging's los. Yeah, laute Musik und yeah, schepper, schepper. Und da kam man dann auch auf die Idee, dann erst den Verstärker zu holen. Und der P hat daheim schon so ein Radio umgebaut und hat da selber schon Rockgitarre gespielt. Und so kamen wir halt auch sowieso sofort zur Musik. Und Punkrock und alles mögliche, so fing's ja an. In unseren Gründungstagen waren wir den Punk verschrieben und haben auch dementsprechend ausgesehen. Grün gefärbte Haare, Sicherheitsnamen, er kennt das ganze Prozedere. Wie gesagt, sind über die Straße gelaufen und irgendwann haben uns Kinder rausgedeutet und haben geschrien, guck mal die bösen Onkels. Und dann war klar, dass es unser Bandname sein wird. Ich habe damals noch im Taunus bei meinen Eltern gewohnt und bin mit einem Freund jedes Wochenende nach Frankfurt gefahren, um Punks da zu treffen. Ja, weil wir waren die einzigen Punks bei uns im Kaff, war natürlich total langweilig, also wir fahren nach Frankfurt, um ein paar andere Punks zu treffen. Wir wollten nach Sachsenhausen mit der Straßenbahn fahren und an der gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle stand Kevin, Stefan und P. Und natürlich hat man sich so angeguckt, aber nichts gesagt, weil als Punk muss man ja auch bis zu einem gewissen Grad äußerst cool sein, ja. Bis der Stefan natürlich wieder mit seiner unnachahmlichen Art rübergerufen hat, ey, wo wollten ihr hin? Wir haben ihn einfach angehauen und haben gesagt, Gonzo, komm, hier hast du nicht Bock bei uns mitzuspielen, weißt du? Wir sind total geil natürlich, schon, weil wir waren schon immer geil, weil sie geilsten und so. Und Gonzo natürlich, ah geil, mach ich mit und so. Und dann fingen wir an halt so ein bisschen. Dann haben wir auch zusammen geprobt und so. Und dann wurde das wirklich ernst, weil der Gonzo hat als erster Musik reingebracht. Der konnte schon Gitarre spielen. Oh, wir waren begeistert von Gonzo, seinem Klimpern, weißt du, das war der Hammer. Aber wir konnten ja nichts. Ne? Viel versprochen habe ich mir von der ganzen Sache nicht. Nicht, weil die Jungs, die konnten ja absolut nichts. Ja? Nichts, gar nichts. Also jedenfalls... das heißt, sie konnten schon was, aber es war jedenfalls so, dass du gesagt hast, naja, spielt ihr mal. Vor allem der inhaltlich absolut widerliche Song Türken raus wird den bösen Onkels heute immer wieder zum Vorwurf gemacht. Dass dies bei weitem nicht der einzige Song mit eindeutig abzulehnenden rechtsradikalen Inhalten der bösen Onkels ist, wird bei dieser Diskussion oft außer Acht gelassen. Auch Songs wie Deutschland den Deutschen, Fußball und Gewalt oder Frankreich 84 zeugen von einer bedenklichen Gesinnung. Solche Texte einfach als Jugendsünden abzutun, zeugt von immer noch mangelnder Reflexion.
der Titel ist erstmal so schwachsinnig. Wer den Text einmal sich durchgelesen hat, der muss eigentlich feststellen, dass das ja nicht mal ausländerfeindlich sein kann, weil der einfach nur blöd ist. Ich glaube, für die Onkelz damals, als sie ihn aufgenommen haben, war er überhaupt nicht wichtig. Er war einer von vielen Hass-Songs. Bei den Onkelz ging es am Anfang immer um Aggressivität. Gegen Polizei, gegen Religion, gegen kirchliche Institutionen, gegen Spießer, gegen alle möglichen Leute, Hippies, gegen andere Fußballfans und auch gegen Türken. Wenn du auf dem Schulweg 20 Mal Spießruten läufst, weil du von ausländischen Gangs auf die Fresse bekommst, dann rutscht dir sowas als Teenie mal irgendwann raus. Als erwachsener Mensch muss man das natürlich, kann man es differenzierter sehen. Aber wie gesagt, ich würde ja auch einen solchen Titel garantiert, wir wollten es damals nicht veröffentlichen und wir würden den Teufel tun, sowas heute nochmal zu tun. Das ist doch ganz klar. Ich meine, ich bin heute 36, aber ich meine, soll ich immer sagen, wie viele Ausländer sagen, scheiß Deutsch oder was auch immer, da kümmert sich keine Sau drum. Und das ist auch in Ordnung so. Denn man muss ja einfach mal seine Wut mal ein bisschen Luft machen lassen. Natürlich ist es natürlich fatal, dass wir letztendlich so zu Ruhm gekommen sind und so, um uns so ein Ding irgendwie nachsagen kann. Das ist klar. Natürlich gibt es eine bestimmte Phase der Onkelz. Die haben sich selber nie als Nazis begriffen, das glaube ich ihnen schon, also als politische Nazis. Allerdings, ein Song wie Türken raus ist eindeutig, den kann man nicht entschuldigen, der ist rassistisch. Und zweitens, wenn ich vor 200 Leuten spiele, fast ausschließlich neonazistische Glatzen, die Sieg Heil Deutschland den deutschen Ausländer rausgrönen, ich stehe auf der Bühne, muss ich mir gefallen lassen, in dieser Phase als Nazi-Band bezeichnet zu werden. Ohne Zweifel, das kann man nicht verharmlosen. Allerdings, das war eine Phase zwischen vielleicht 1981 und 85 im Kern. Und das ist inzwischen mindestens 15 Jahre her. Die frühen 80er waren in Deutschland Jahre der zunehmenden Politisierung, auch in der Musikszene. Politisch aktive Bands waren en vogue. Die Mehrheit der Gruppen waren jedoch eher linksorientiert. Auch deutlich linksgerichtete Bands wie Slime hatten zu dieser Zeit mit der Zensur zu kämpfen. Ein in Deutschland damals neues Phänomen. In England sahen sich Skins und Punks schon länger den Vorwürfen der Gesellschaft ausgesetzt. Gibt's 30 Jahre so? Also so ungefähr so alt wie ich, sind also die deutsche Skinhead-Bewegung. 69 fing das an, natürlich in England, wo sonst, wo werden alle Kulte geboren? London, East End. Und dann schwappte das allerdings mit großer Verzögerung. So, man kann es fast sagen, 10 Jahre später kam das dann nach Deutschland, 79, 80, nämlich mit der Punk-Bewegung. Und da hat sich dann auch diese Oi-Bewegung entwickelt, das ist im Grunde genommen Punk mit anderen Texten. Punk war damals sehr intellektuelle Texte und die Oi-Bewegung hat gesagt, nein, wir reden nur über uns, über unser Leben. Working Class, also diese Unterschichtsgeschichten, meine Freundin, was weiß ich, mein beschissener Chef, solche Sachen. Also ganz persönliche Sachen. Du denkst, das bisschen angepasste, dafür mache ich am Weekend den Teufel los, doch du wirst noch eine Nummer. Während die bösen Onkelz hauptsächlich blinden Hass propagierten, beschäftigte sich der überwiegende Teil der deutschen Punkszene offensiv mit gesellschaftlichen Problemen. Und dann ist das leider 79, 80, 81 in England von der National Front unterwandert worden, die ganze Skinhead-Bewegung. Über diese Hooligan-Geschichten ging das, also in den Stadien haben die rekrutiert. Und da, seitdem ist Skinhead eigentlich, hat diesen Virus. Rechtsradikal. Und das kommt eben auch leider wieder rübergeschwappt eben, auch wieder mit ein paar Jahren Verzögerung. Bei uns ging das so Mitte der 80er Jahre los, so 84, 85. Auf einmal war Skinhead rechtsradikal. Und da hat sich aber Gott sei Dank dann wieder ein Teil der Szene von distanziert und hat gesagt, nee, Moment mal, das kann ja nicht sein. Wir hören hier Ska, das ist eigentlich Musik von Farbigen, wie kann das sein? Also wir können nicht rechtsradikal sein, das gehört gar nicht zu unseren Roots. Und aber der andere Teil hat sich halt doch gesagt, also doch, wir sind so eben national. So, und in Osten ist natürlich erst recht ein Problem seit dieser Wiedervereinigung.
da ist es ja schick, rechtsradikal zu sein. Und da ist es auch schick, eine Glatze zu tragen. Also tragen alle eine Glatze und sind alle rechtsradikal. Die haben natürlich überhaupt keine Ahnung von Ska-Musik und so. Für die sind aber auch Euskins Punks. Also das ist Pöbel und Gesocks, Zecken, Asseln. Die sind die wahren Skins. Also ich sagte, so viele wahre Skins, wie ich da im Osten getroffen habe. Also das ist, alle sind da die wahren, die einzig wahren. Nur sie sind es gar nicht. Nur sagt ihnen das keiner. Das fing eigentlich an, dass es uns in einem Alter erwischt hat, wo, weil wir zuerst Punks waren und sind in ein Alter reingekommen, wo, glaube ich, jeder Jugendliche irgendwann mal ein geregeltes, in Anführungszeichen, Leben führen will. Zumindest ein bisschen mehr aus diesem totalen Lotterleben raus will. Und das war eigentlich der Hauptgrund gewesen. Wir hatten alle Arbeit gefunden. Ja, Arbeit macht natürlich auch, muss so einen anderen Eindruck machen, das ist ganz klar. Da kam das Skinhead-mäßige, weil es auch mit der Rock- und Punkmusik weiterhin verbunden ist, kam es eigentlich wie gelegen. Ja? Man war halt kurz geschoren, aber immer noch als Brett gekleidet. Ja? Und das war eigentlich auch ein Hauptgrund, ja? Dass wir ein bisschen von diesem totalen Versifften, weil ich war wirklich total versifft. Ja? Ein bisschen was Gediegeneres, da waren die Eltern auch schon gleich wieder begeisterter und haben sich ein bisschen gefreut. Das ganze Umfeld hat sich ein bisschen geändert, war ein bisschen geregelt, da man hat Arbeit gehabt und alles, ja. Da war nichts Politisches dabei, damals sowieso noch überhaupt nicht. Das war ein einziges Arbeiterding. Es wurde halt total verfälscht und durch diese Nazi-Schweine, die haben sich ihr Futter schon gesucht. Die haben schon ein paar Blödmänner gefunden, denen sie das einbläuen konnten und dadurch wurde die ganze Szene verseucht, ja. Trotz der mehr als deutlichen Aussagen der frühen Böse-Onkels-Songs sahen und sehen sie sich also selbst erstaunlicherweise nie dem rechten Lager zugehörig. Die Bösen-Onkels verstanden sich als Skins und das beinhaltete auch, sich nicht vor den Karren einer Institution, einer Partei spannen zu lassen. Wir haben uns verabschiedet in dem Moment, wo die Nazis kamen und uns sogar direkt auch angesprochen haben, auch während Konzerten. Ihre NPD-Sache zu vertreten und ein bisschen mitzumischen und sie dabei zu unterstützen und so weiter. Das war oft der Fall. Wir haben die natürlich in Harz gekickt, ja. Aber die kamen immer wieder und natürlich auch Konzertbesucher von uns haben sich natürlich von denen beschwatzen lassen, sind von diesen wirklich geilen Skinheads, ja, unpolitischen Skinheads zu politischen geworden, ja. Haben Sieg Heil gebrüllt und den ganzen Scheiß. Und wo das anfing, hatten wir keinen Bock mehr drauf. Da war für uns die Skinhead-Arie gelaufen und das ging auch ziemlich schnell und also im Kopf bei mir ging es ganz schnell von meinen Haaren. Ich habe noch lange kurze Haare auch gehabt, weil ich habe einfach Bock drauf gehabt, das war auch praktisch und alles. Aber jetzt vom Kopf her war ich schon längst davon ab. Mich haben die Leute so angekotzt, sich von Politik so leiten zu lassen und das war auch nie in unserem Interesse. In den frühen 80ern waren die Grenzen zwischen Punks und Skins lange nicht so eindeutig und rigoros gezogen wie heute. Punks und Skins fanden sich sogar relativ unpolitisch in der Oi-Bewegung zusammen. Rodrigo war auf den ersten Chaos-Tagen in Hannover und da gab es Szenerien irgendwie, wo die Jungs ja auch dabei waren. Onkels waren damals ja auch ein Sampler drauf mit Slime oder sowas. Die alles Rockproduktion, glaube ich, die zweite Auflage war das, waren sie ja drauf mit zwei Songs. Die Ibi-Song und den Pro-Sonst-Song, weil ich kann mich nicht mehr so recht erinnern. Also damals waren sie auch nicht so, sagen wir mal, in der Szene auch nicht so richtig akzeptiert. Sie galten ja als schlechte Hardrock-Bands, die schlechte Punk gespielt haben und irgendwie relativ aggressive Texte hatten. Der Labelchef von aggressive Rockproduktionen Karl Walterbach nahm die Bösen Onkels angesichts der zunehmenden Kritik von seiner Compilation Soundtracks zum Untergang. Prompt stand die versammelte Band bei Walterbach vor der Wohnungstür und drohte, diese einzutreten, wenn Walterbach sich nicht gesprächsbereit zeigte. Die Bösen Onkels erschienen nie wieder auf diesem Berliner Label. Und sie werden es bald sehen, wozu ein niemand fähig ist. Onkels gewinnen die Mafia. Onkels gewinnen die Mafia. Onkels gewinnen die Mafia.
Der nette Mann wurde auf den Index gesetzt, doch nicht, weil der Song nationalistisches oder ausländerfeindliches Gedankengut transportierte, sondern weil er von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zu Recht als gewaltverherrlichend eingestuft wurde. Der nette Mann ist im Prinzip eine Indizierung von einem Lied, der sag ich mal, auch gerade aus der heutigen Zeit, wo dieses Thema nämlich, durch die Medien ging, Päderasten, Kindermorde, hoch 10, Inzest, etc., was da nicht alles dabei gewesen ist. Das ist heute Modethema, damals hat sich keiner daran getraut. Und deshalb meines Erachtens auch diese Indizierung. Der nette Mann selber ist ein absoluter Anti-Song gegen alle Päderasten und Kinderficker und alle Menschen, die sich an Kinder vergreifen. Es ist halt dargestellt aus der Position von einem solchen Triebtäter, ja. Und ich sing's in dieser Ich-Fahrt, weil es ist nicht anders singbar. Ja, sowas kannst du nicht singen, er und der, das sing ich. Ich spiele diese Rolle und das ist alles. Die haben es von vorn bis hinten missverstanden. Das verstehen sie halt miss. Sie meinen, wir würden damit Päderasten unterstützen wollen und finden das geil, ja, dass man Kinder fickt und all so ein Kram. Aber es bedeutet genau das Gegenteil, ja. Das so haben wir es von Anfang an bezweckt, ja. Und das ist der Riesenirrtum, der schon immer mit diesem Lied entstanden ist. Ob aus Naivität oder aus taktischen Gründen, die Botschaft der bösen Onkels ging eindeutig nach hinten los. Die Provokation forcierte keine Diskussion über ein brisantes Thema. Was blieb, war allein der Skandal. Awesome. Mit Deutschland im Herbst von ihrem weißen Album versuchten die bösen Onkels, sich von der rechten Szene zu distanzieren. Auslöser für den Song waren die rechtsradikalen Krawalle in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Skinheads wurden in den 90ern zum gesamtdeutschen Problem. Mit brutalen Gewaltakten gegen Minderheiten verbreiteten sie Angst und Schrecken im wiedervereinigten Deutschland. 2000 griff der Regisseur Benjamin Reding in seinem Kinofilm Eye Warning diese Problematik auf. Was um die Skins ja auch immer so ein Circle ist von ganz normalen Leuten, die eben nicht mutig genug sind eigentlich. Die es eigentlich geil finden, aber eben dann doch sagen, na, ich passe doch lieber auf, meine Eltern mögen das nicht und mein Arbeitgeber mag es auch nicht, also warum soll ich dann so rumlaufen? Das ist vor allen Dingen im Westen. Und die hören ja aber auch dieselben, die hört ja auch dieselbe Musik, da findet ja auch ein Austausch statt. So. Und so ein Support von eben diesen, ich sag immer so diesen Normalprolls, den hat eben die bösen Onkels sehr stark. Das ist wie so ein Sprachrohr, was sie selber nicht formulieren können, aber diesen Unmut in heißen, überhitzten Wohnküchen, so abends beim Abendbrot und beim Seppen durch die 34 Kanäle, was sich da so anstaut an Wut, wird durch die Musik der Onkels, kriegt das auf einmal eine Richtung. Es ist wie ein Ventil. Und dann lässt sich's wieder leben da in der heißen Wohnküche. Bei zwei Drittel aller Skins, ich habe ja in die Plattenschränke geguckt, so, ich wollte ja auch wirklich wissen, was wird wirklich gehört. Und okay, natürlich steht da selbstverständlich eine böse Onkels, mindestens eine, entweder Platte oder eben CD, also die gehört quasi zur Grundausstattung dazu. Das muss man auch so sehen, also ich meine, das ist Ambach, Tatsache, so. Und dann sind natürlich klar, die alten, jetzt verbotenen, indizierten CDs gehören natürlich auch, gerade bei den Skins im Osten, weil sie verboten sind, ist es Kultpotenzial.
Onkelz ist es so, ohne die Geschichte wären die gar nicht so groß. Verstehst du? So. Also ohne die Nazi-Lieder von einst wären die heute nicht so groß. Also ich habe viele in der Szene kennengelernt, die wirklich die Onkelz vergöttern, also Skinheads, ich spreche jetzt nur von Skins, also die Onkelz wirklich vergöttern. Und da ist es egal, ob das die alten Texte waren oder die neuen. Onkelz ist wichtig. So. Also verstehst du, das, ja, und okay, die haben jetzt, die machen jetzt, die spielen auf antifaschistischen Konzerten und also lassen jetzt die Antifa raushängen, so. Aber das ist Hauptsache, sie haben zumindest mal so einen Text gemacht. Das hat auch was von einer unglaublichen Provokation. Er lacht über dich, weil du Arbeiter bist. Doch darauf bin ich stolz. Ich höre dich auf den Mist. Du bist stolz. Gerade das ist das Geheimnis der bösen Onkelz. Alle Lieder klingen gleich. Alle Texte sind ganz, ganz ähnlich. So. Und das sind immer so Texte, so wie du lebst, du kleiner Mann, ist es richtig. Du machst es richtig, dein Leben ist okay. Und ich sage ja, so eine Band wie die Ärzte, die sagen immer, nee, es ist nicht so okay. Alles ist eine Verabredung und es ist nur ein Spiel. Und die Ärzte, die bösen Onkel sagen, nein, nein, so wie du lebst, so, das ist richtig. Und verteidige dein Leben und so, sei stark, geh gegen die anderen. Die anderen sind die Bösen, du bist der Gute. So. Und so eine Message kommt ja überall an. Also du musst ja auch mal sehen, wie viele Skins gibt es denn? Vielleicht in ganz Deutschland vielleicht 10.000? Ich glaube, da bin ich schon ziemlich weit oben angekommen. So. Aber die verkaufen ja 400.000, 500.000 CDs pro Jahr. Das heißt also, die restlichen 490.000 sind ganz normale Leute. Ich sage ja, das meiste Prolls. So. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ich habe noch Leute, die alle drei berühmten Gitarrenbands in diesem Land hören. YouTube, und auch hier. Und ich glaube, es behagt niemand von uns, mit dieser Band zu vergleichen. Meine Bands existieren ungefähr gleich lang und wir kennen halt auch die Vergangenheit, auch teilweise hautnah von den Jungs. Und ich finde halt, wer darauf einfällt, ist halt Rattenfänger. Die Texte sind teilweise sehr rattenfängermäßig. Irgendwie mit diesen Durchhalteparolen, diese Lanzer-Romantik, die da teilweise verbreitet wird, und das auch schon alles. Also in der Skin-Phase wechselten die bösen Onkelz ein weiteres Mal innerhalb der Subkultur das Lager. Sie traten ab 1987 als komplett unpolitische Rockband auf. Die dritte Phase hat uns dann aber gereinigt, wie das aber gut, dritte, denn auch der Fall ist. Ja? Der wir haben uns die Haare wachsen lassen und wir haben gesagt, keine Regeln mehr, keine Uniform mehr, keine Dr. Martens mehr. Mann, wir müssen uns befreien, aus uns raus! Cowboy-Stiefel. Die Medien nahmen diese Wendung nicht an. Sie trauten dieser Befreiung der bösen Onkelz nicht. Für sie blieben die bösen Onkelz die bösen Nazi-Skins, die nichts dazugelernt hatten. Die Band war bemüht, gegen dieses Image anzukämpfen. Journalisten, die sie als rechtsradikal bezeichnet hatten, wurden angerufen und um ein persönliches Gespräch gebeten, um etwaige Missverständnisse auszuräumen. Ich bin das Böse,
Ein schwerer Schlag traf die Band 1990, als Trimi, der beste Freund von Sänger Kevin, ermordet wurde. An dem Abend war das Spiel Deutschland gegen Saudi-Arabische Emirate oder sowas, was Deutschland, glaube ich, 5-2 gewonnen hat oder so. Und danach wollten wir eigentlich nur noch mal nach Sachsenhausen fahren, ja. Und der Trimi, der hat gar keinen Bock gehabt, der wollte die ganze Zeit gar nicht mit. Dann haben wir ihn noch überredet, komm, geh mit und so, zack, reißt es auf, schön, machen wir eine Party. Und dann sind wir losgefahren, sind halt in die Kneipe reingefahren. Und ohne irgendeinen Grund, ohne dass jetzt irgendwas war, hat er ein Messer in die Brust reingestochen bekommen von so einem Bundeswehr-Zeitsoldaten, von so einem Vollidioten, mit so einem riesen, was weiß ich, ein Messer, ja. Und ja, ich habe Trimi nur noch gesehen, wie er wankend zum Ausgang ist. Ich habe ihn in den Arm genommen und dann ist er in meinem Arm gestorben. Die Zeit heilt Wunden, doch ich denke oft an dich. Ganz egal, wo du auch bist, du weißt so gut wie ich. Irgendwann sehen wir uns. Aber nach seinem Tod und nach der Beerdigung vor allen Dingen bin ich total aus dem Ruder geraten und hab mir halt die Birne zugeschossen, wie es nur geht. Mit allem und so viel wie möglich. Und das ging halt ein paar Jahre ganz schlimm. Vorher haben wir auch schon immer Blödsinn gemacht, aber nicht nie auf irgendwas süchtig gewesen oder so. Da war es dann halt richtig schlimm. Da war ich auf allem drauf, ja. Alles genommen und das massenweise. Für mich war es die Band, meine Bandkollegen, ohne die hätte ich es nicht geschafft. Und ich war wirklich am Ende, ich war sehr tief gesunken. Und ohne meine Kollegen von der Band hätte ich es nicht geschafft, ganz bestimmt nicht. Es war der alles antreibende Motor überhaupt. Nach allen Rückschlägen und der immer weiter geübten Kritik versuchten sich die Frankfurter 2000 in einem neuen Betätigungsfeld. Sie entschlossen sich zur Produktion ihres ersten professionellen Videoclips Dunkler Ort. Ich meine, ausschlaggebend dafür, das Video zu machen, war jetzt nicht, um ein Airplay zu bekommen oder um die Single zu promoten oder um das Album damit zu promoten, sondern einfach mal für uns die Möglichkeit, die weitere künstlerische Möglichkeit auszuschöpfen, einfach mal mit einem Text eine Stufe weiterzugehen, den auch visuell umzusetzen, so wie wir uns das vorstellen. Zum einen mal in dieser Realitätsebene, die halt die in einer Großstadt handelt, die eigentlich x-beliebig austauschbar ist, auf der Flucht vor der Realität. Und zum anderen in einer, wir nennen es mittlerweile die Giga-Welt, ein ja schon sehr düsterer Ort, wobei wir den als nicht so düster wie die Realität empfinden. Und diesen Kontrast eigentlich mit einem dunklen Ort, den jetzt vielleicht der Normalbürger ja viel dunkler ansehen würde als seine eigene Realität. Wir sind genau der gegensätzlichen Meinung. Und es ist natürlich für uns das Spannende gewesen, das auch so zu realisieren. Dass letztendlich also jeder seine Umgebung selbst kreiert. Das heißt, je nachdem, wie ich einen Gegenstand anblicke, von welchem Blickwinkel ich habe, habe ich eine Möglichkeit, das anders zu visualisieren. Und wenn ich natürlich meine Umwelt schwarz male, dann ist sie halt eben schwarz, obwohl sie vielleicht gar nicht schwarz ist. Das heißt also, ich kreiere diese Welt und ich kann sowohl etwas positiv angehen als auch negativ. Und ich glaube halt, dass die Menschheit dabei ist, einen verdammt dunklen Ort zu kreieren und sich irgendwann mal ihren Platz in den Arsch wegbombt, wenn sie nicht aufpassen. Wir
hinterlassen letztendlich nichts. Jeder lebt sein Leben irgendwie nur mehr sicher. Ich habe eben meinen Job von 9 to 5 und das war's. Damit bin ich zufrieden. Tschüss, keiner ist bereit, irgendein Risiko einzugehen, egal in welcher Form. Es geht ja jetzt hier nicht darum, wie lange jemand arbeitet, sondern wenn er sich beklagt darüber, dass er einen scheiß Job hat, dann soll er sich verdammt nochmal einen besseren suchen. Und das meine ich damit auch, mit dem dunklen Ort, den ich kreiere. Und wenn er damit zufrieden ist, okay, wunderbar, dann ist gar nichts dagegen zu sagen. Aber eigene Unzufriedenheit, andere damit zu belasten, damit schaffen wir eben diese negative Energie, finde ich, die halt eben auf diesem Planeten mittlerweile zu oft vorkommt. Da die Kritik an ihren Inhalten und ihrem Verhalten die bösen Onkels eher nervt als zum Nachdenken anregt, stößt auch die immer wieder geforderte Namensänderung als Zeichen der Abkehr vom alten Image auf rigorose Ablehnung. Ich halte einen Namenswechsel für sehr verlogen und wer sowas für sich in Betracht zieht, ist für mich auch ein verlogenes Arschloch, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und für uns war das nie ein Thema und wird es auch nie sein. Ich finde es wesentlich spannender, zu zeigen, dass man sich wandeln kann, auch wenn ich mich jetzt nie als Rechtsradikaler gefühlt habe. Aber für uns war es wesentlich spannender, die Auseinandersetzung anzunehmen und irgendwann mal für einen positiven Wandel zu stehen und eben nicht mehr für die Band, die rechte Band. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und habe lange genug Zeit gehabt, solche Gedankengänge zu überlegen und habe irgendwann festgestellt, dass es im Prinzip nur an mir liegt, wenn ich anfange, andere zu hassen, nur weil ich mit mir selbst unzufrieden bin. Und das ist einfach die Message, die wir halt auch irgendwie rüberbringen wollen, dass andere nicht schuld sind an unserem Versagen. Mach's gut, du schöne Zeit, auf Wiedersehen, heißt es in Erinnerungen von ihrem vierten Album Böse Onkels wie wir. Das war der vermeintlich letzte Gruß an die alten Fans. Ein weiterer Versuch der Distanzierung von ihrer Vergangenheit. Uns war die Distanzierung zum Rechtsradikalismus immer wichtig gewesen. Und das haben wir auch in Statements mehr als genug breit getreten. Und wer es halt nicht kapiert hat, der wollte es nicht kapieren und der wollte die Message nicht auffangen und wollte sie nicht weiter verbreiten, weil sonst sein Konstrukt zusammengebrochen wäre. Ja. Ja, und die Medien nichts mehr zu berichten gehabt hätten und keine Aufhänger mehr gehabt hätten für ihre schwachsinnigen Titel. Wichtig ist, dass unsere Fans kapieren, ja, für was wir stehen, wie wir mit unseren Fehlern umgehen, wie wir auch mit unserer Vergangenheit umgegangen sind und das sich verinnerlichen und verstehen, wie wir es gemeint haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass 98% der Leute das tun, ja, und für die restlichen 2, sorry, ich meine, ich bin nicht verantwortlich für, keine Ahnung, für die schrägen Gedanken eines jeden Jugendlichen. Ja, also den Schuh ziehen wir uns nicht an. 20 Jahre! Die Welt ist scheiße!
glaube, dass keiner richtig irgendwie, keiner hatte da einen Parteiausweis von irgendeiner Nazi-Partei in der Tasche oder so früher, das wissen wir auch. Irgendwie, das ist völlig klar. Es geht darum, dass wir halt einfach billigend in Kauf genommen haben, ihre Fans billigend in Kauf genommen haben und darüber haben wir ja auch eine Erwähnung in einem unserer Songs und das ist es einfach. Also wir kriegen immer noch mit Hakenkreuzen verzierte Hassbriefe von Onkels-Fans und wenn mir einer erzählt, dass die Onkels keine rechten Fans haben, dann kennt er die Fans von den Onkels nicht. Viele Leute bei uns hören nach wie vor die bösen Onkels. Es ist vielleicht nicht mal unbedingt die schlechteste Musik, ich höre sie mir auch an. Aber inhaltlich ist da vieles zumindest nicht ernst zu nehmen, weil sie sich, ich glaube, im Laufe ihrer Geschichte auch sehr unglaubwürdig gemacht haben. Unterm Lorbeerkranz mit Eichel, weiß ich, schlägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschel-Rock-LP. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Wir tun natürlich Folgendes, dass wir an den Eingängen normalerweise auch schon sondieren, also Leute, die sich irgendwie erkennbar als Nazis darstellen, also durch Embleme, T-Shirts oder was auch immer, die kommen erst gar nicht in die Hallen rein. Das ist natürlich äußerst schwierig, weil es auch sehr viele Redskins gibt und Leute, die halt auch politisch ganz anders orientiert sind als eben die Faschos. Und das macht es halt natürlich nicht einfacher. Aber wir sind sehr, sehr aufmerksam. Ich meine, auch während der Konzerte sollten Hände zum Mittelpunkt hochgehen oder brechen wir sofort die Konzerte. Die Leute werden in der Halle verwiesen. Ich sehe, was da für Leute zum Konzert kommen und ich sehe auch, was die alles für Zeichen mit ihren Händen machen, weißt du. Und wenn dem nicht Einhalt geboten wird, weißt du, dann heißt es für mich schon, dass man das zwar nicht macht, aber es duldet und vielleicht zum Teil auch daran partizipiert und so. Ich denke auch, die haben irgendwo eine Verantwortung. Ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Wie viel Blut muss fließen in innerdeutschen Krisen? Alter, schau, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mal, es ist doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig. Es ist sowas wie eine letzte Wahl. Denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Ein Onkels Konzert war und ist keine politische Veranstaltung und die wird es auch nie sein und war es noch nie. Ich erinnere mich gern an diese Zeit. Die Leute kommen, um Spaß zu haben, um Musik zu hören, sich damit zu identifizieren. Dampf abzulassen. Ja. Und Dampf abzulassen und ja, einfach mal richtig auf die Kacke hauen. Und das ist die Hauptsache. Und ich glaube, das haben viele Menschen mehr wie nötig heutzutage. So, besser so, die gehen auf Mongols Konzert, lassen richtig mal ihre Aggression ja, raus und tanzen sich mal richtig an Wolf, ja. Bevor sie rausgehen, hauen irgendwelche Leute um. Ja. Also, ich denke mal, so Mongols Konzert hat absolut Therapiecharakter. Ja. Wir schreiben Songs, also wir haben jetzt oft genug auch schon Songs verfasst für unsere Fans, weil wir denken, da müssten sie eigentlich am ehesten mitbekommen, wie wir ticken und dass wir eine solche Gesinnung irgendwie nicht akzeptieren. Und also ich denke, wir tun für unseren Teil eigentlich schon recht viel. Alter, spar dir dein Gelaber, weil ich keine Bock drauf habe und wage dich ja nicht, bist nur meiner Meinung zu fragen. Ich sage dir die Wahrheit direkt in die Fresse. In deinen Texten fehlt der Floh und in deinem Beat fehlen die Bässe. Man muss Menschen die Chance geben, sich ändern zu können und auch zu sehen, dass es eine Scheiße ist. Aber meine persönliche Meinung ist halt die, dass wenn rechter Hass geschürt wird, ja, ist immer so ein kleines bisschen, ist immer noch drin, also wurzelmäßig. Und wenn man sich vielleicht dem Business oder wegen dem Business ändern möchte, weiß ich nicht. Also in Frankfurt fragt man sich halt, haben sie sich jetzt wegen dem Business geändert, damit sie mehr Platten verkaufen können? Oder ist es so, dass sie jetzt wirklich denken, recht sei eine Scheiße? Die bösen Onkels sind keine rechten Skinheads mehr, aber nach wie vor rekrutieren sich viele ihrer Fans aus dem rechten Lager. Das ist einer der Hauptvorwürfe der bösen Onkels-Kritiker und sie haben recht. Die Geister, die bösen Onkels einst riefen, werden sie nicht wirklich los. Man kann der Band natürlich nicht ihre Anhängerschaft zum Vorwurf machen. Dennoch stellt sich die Frage, warum gerade die bösen Onkels so große Resonanz in der rechten Szene finden. Ihre Vergangenheit, die eigene Stilisierung als Opfer und auch die selbstgerechte Art ihrer neueren Texte sind daran nicht unschuldig.
Thank you.